So, willkommen zurück zur zweiten Extremrunde. Ich habe mich halt ein bisschen vorbereitet und jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit, können wir ein bisschen durchatmen, ein bisschen runterkommen von Trip. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit einer Hardcore-Sache an. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem Müllsack an, weil Hardcore F5 kannst du nicht bezahlen, soweit hier ist. Nee, Spaß beiseite. Also wir versuchen auch, wenn wir wirklich unseren ganzen Schrott da verballern, wir haben da auch eine gute Ecke, wo wir die Nummer hier auch abziehen, sag ich mal. Das ist jetzt nicht irgendwie vor der Haustür oder irgendwo, sondern wir haben da schon so eine kleine Ecke, wo wir halt keinen großartig stören, sag ich mal. Und ja, wir versuchen auch. Ja, was heißt versuchen? Wir werden auf jeden Fall den größten Teil dem ganzen Schrott halt hier hinzupacken. Ich habe hier über 40, 120 Liter Müllsäcke. Das packen wir dann ganz zum Schluss alle da drin, lassen dann die Säcke da stehen und dann können die da auch abgeholt werden. Also, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Und damit ist jedem geholfen, sag ich mal. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Und wir denken auch ein bisschen weiter. Das Bild muss man sich mal geben. Das ist, okay. Hier haben wir auch nochmal so eine Art Bombenrohre. Das ist der Thunder Air Bomb Titanium-Salut von der Firma Pyromax. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. 8x2 Gramm. Ja, hört sich gut an. Können wir auf jeden Fall testen. Auch darauf bin ich auch sehr gespannt. Wir haben hier ein paar Knallfrösche. Das ist jetzt nicht so der Beste vom Ei, sag ich mal. Das sind hier ungefähr 10-mal Knallfrösche und zwar die Bull Frogs. Von der Firma Lessi, davon haben wir 10 Stück. Und ja, von der Firma Lessi. Und ja, ich mag Knallfrösche und macht auf jeden Fall Spaß. Sieht schon hier ein bisschen, ja, sieht extrem aus. Ja, kann man sich geben, muss man aber nicht. Hier haben wir die römischen Lichter, fünf römische Lichter von Veko, die Roman, Canolis, ja, ganz normale Standard römische Lichter, 10 Schuss pro Stab und ja, zwischendurch mal ganz okay. Man muss sich mal vorstellen, man macht so den riesen Aufwand, ne, und dann ist dann zum Schluss alles weg. Aber so ist es halt, ne, da kann man halt nichts machen. Ist halt so. Hier haben wir die kubischen Kanonenschläge. Da sind 15 Stück drin. Vom Komet, von Aldi, ich glaube 5,99 €. Ja. Hübsches Paket, kann man mal mitnehmen. Also mal gucken hier. Hier haben wir noch mal die Goldstars von Deko. Hier haben wir die Discovery Feuertopf-Kombinationsbatterie. 16 Schuss, 20 Sekunden Brenndauer, 35 Meter Effekthöhe von Deko. Elysium. Ist fast identisch, auch 16 Schuss, 20 Sekunden Brenndauer, 20 Meter Effekthöhe, auch von der Firma Veko, gefolgt von der Alien Batterie, auch 25 Sekunden Brenndauer, 20 Meter Effekthöhe, 16 mm. Ja. So zwischendurch mal kann man sich das mal hier.
Hier haben wir die Geysir, Kaliber A, grün, rot und gelb. Auch hübsche Teile, schöne Bengalflamme mit so einem zum Schluss mit so einem Quäckling-Effekt. Ja, gute Sache auf jeden Fall. Wir haben hier nochmal die Double-Double-Power, 10 Stück, einfach sortiert. Die hatten wir vorhin schon hier irgendwo, auch ein schönes Sortiment. Dann haben wir hier zweimal die Alligator, die Multi-Effekt-Batterie, Wilco ca. 25 Gramm Brenndauer, 45 Meter Effekthöhe. Ja, kommt immer ganz gut rüber. So, dann hätten wir hier eben mal den Hellboy, auch mit 16 Schuss, 25 Sekunden Brenndauer, Multicolor Grappling Batterie, ca. 35 Meter Effekthöhe, auch von Deko. Der größte Teil ist hier nur Deko. Hier folgt von Ultra Force, 80 plus 1 Schuss, 35 Sekunden Brenndauer, 35 Meter Effekthöhe und bis zu 18 mm Kaliber. Ja, auch Lustwurf, sag ich mal. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Wir haben hier zweimal die Poison Blitzschlag Batterie, auch von der Firma Vico, 16 Schuss. Wir haben hier 35 Sekunden Brenndauer, 30 Meter Effekthöhe und 19 mm Kaliber. Die müssen wir zweimal haben oder sogar dreimal, die möchte ich jetzt nicht irgendwie festsetzen, sag ich mal. Hat auch einen schönen Effekt, sag ich mal, und ja, brillante Kometen im Multicolor, ja, lässt sich auf jeden Fall sehen. Ja, hier haben wir nochmal Discovery und nochmal Elysium, die hatten wir hier unten schon. Wir hätten dann die Fright Knight von Wilco, auch mit 49 Schuss, 45 Sekunden Brenndauer mit 35 Meter Effekthöhe, 14 mm Kaliber, auch von der Firma Wilco. Knatter Feuertopf mit herrlichem Goldaufstieg, Gold, Hammergeil. Dann haben wir hier die Powerbox, 100 Schuss von der Firma Wilco, 50 Sekunden Brenndauer, 25 Meter. Ja, geht immer wieder steil, ja, kann man sich auf jeden Fall mal mitnehmen. So, du bleibst schön stehen. Auch hier nochmal von der Firma Wilco, 30 mm, das ist die Blitzdom, 64 Schuss, 35 Sekunden Brenndauer, 35 Meter Effekthöhe, Power Wirbelbatterie. Geil. Richtig geil, sowas muss man immer live sehen. So, hier hätten wir die Happy Style von Wilco, auch mit 72 Schuss. 60 Sekunden Brenndauer, 30 Meter Effekthöhe von der Firma Wilco mal wieder. Herrliche rote grüne Kometen kombiniert mit sonderstarken Crackling und Buckets in Multicolor zum Schluss mit einer mächtigen Crackling Wolke und immer mit lauten Knall. So. Dann haben wir hier diese Leuchtspektakel, Leuchtsortiment. Neunteilig, auch von der Firma Wilco. Also Leuchtsortiment ist auf jeden Fall auch mein Favorit immer. Leuchtsortiment muss immer sein abends. Ja, gerade wenn es abends schon schimmert, 18 Uhr, 19, 20 Uhr, kann man sich das auf jeden Fall immer geben. Hier folgt von Feuerfeger großes Leucht- und Knallsortiment, auch von Wilco, da sind über 60 Teile drin. Hier haben wir die Metroide drin, die Phantomsirene, Überraschungsvulkan haben wir hier drin, die Chico Chico, ja, die geht auf jeden Fall auch sehr steil ab. Ja, was haben wir hier? Superbilder 2, Knallfrösche, Höllenzauber und. Da ist auf jeden Fall immer eine Menge drin.
auch gefolgt von Stargate, auch wieder ein Leuchtsortiment, auch von Deko über 50 Teile. Da ist auch wieder Chico Chico drin, Feuerbatterie, die Vesos ist da drin, ja, römische Lichter sind da drin, hier ist Jungfeuerwerk drin. Ja, da ist wirklich immer, wirklich für jeden was dabei. So, kommen wir zu den absoluten Jackpot. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jackpot, großes Deutsch- und Knallsortiment, auch Verwirkung, 60 Teile, 11-fach sortiert. Da haben wir den Pyro-Metroid drin, den Höllenzaun haben wir drin, die Helios-Fontäne haben wir drin, wir haben den Überraschungsvulkan haben wir drin, die Phantomsirene haben wir drin. Ja, und knallfrische römische Lichter halten wir diese Standardzeit. Und dann haben wir hier zweimal ja, Super 100 Polar, Wunderkerzen, Maxi Start, drei Stück Brenndauer, jeweils immer 5 Minuten. Und lass mich raten von der Firma, natürlich Beko. So, dann haben wir hier nochmal Pegasus, 45 Sekunden Brenndauer, auch von Wilco, 4 Meter Effekt für 25 mm Kaliber, Triple Effekt von Schädelbatterie geht auf jeden Fall immer schreien. So, hier haben wir mal eine etwas andere Kategorie, als auch sagt noch alle F2, hoch aus den Feuerwerkshop.de vor Ort gekauft. Ein NEM von ca. 128 Gramm. Wir haben ja nämlich diese Dumbum. Ich denke mal, jeder kennt Dumbum halt nur in der Kategorie F2. Aber denken wir auch, die geht auch super hardcore steil ab. Und da ja, habe ich auch richtig Interesse. 20 mm, 15 Sekunden, wird auf jeden Fall einmal laut. So, die haben wir doppelt. Hier haben wir die Uranus von Wilco oben mit 83 Schuss, mit 200 Gramm Effektladung, mit 45 Sekunden Brenndauer, Effekthöhe hoch 60 Meter, 83 Schuss und kann man sich auf jeden Fall auch mal geben. Die Space Effekt Batterie. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Wird auch wahrscheinlich so sein. Okay, dann haben wir hier die von Goch, von Wilco, auch mit 83 Schuss, auch mit 200 Gramm Effektladung, 45 Sekunden Brenndauer und eine Effekthöhe von 50 Meter. Oh, auf jeden Fall hammer nice. Mit bunten Leuchtkometen, Multicolor-Batterie. Sehr nice. Ja. Hier hätten wir dann einmal die Batterie Battle Lions, und zwar die Multicolor Quickling Batterie, hoch mit 16 Schuss von Wilco, 25 Sekunden Brenndauer mit 35 Meter Effekthöhe. Als Effekt haben wir hier einen Kometenaufstieg in Rot, Grün und Blau mit roten, grünen Palmen Effekt. So, dann haben wir hier die Bloody Mary und von Wilco 12 Schuss mit goldenen Kometen, mit herrlichen Verwandlungssternbuckets mit 20 mm Kaliber von der Firma Wilco. 25 Sekunden Brenndauer und 40 Meter Effekte mit jeweils 12 Schuss. Die haben wir viermal, also macht insgesamt nicht 12 Schuss, sondern bei mir sind dann gleich mal 48 Schuss. Und ja, habe ich auch richtig Lust drauf und wir werden auf jeden Fall auch zünden. Na, fertig. Okay.
uns nochmal hier zum Endspurt. Dann haben wir hier nochmal einmal die Pegasus Kribbeleffekt Fontänenbatterie von Wilco, 45 Sekunden Brenndauer, 4 Meter Effekthöhe, 25 mm Kaliber. Davon haben wir auch nur 4 oder 5 Stück. Hier hätten wir nochmal die Laserbatterie, 70 Sekunden Brenndauer, 5er Wilco, 3 Meter Effekthöhe und 18 mm Kaliber. Ja, davon auch 2 Stück, die könnte man eigentlich gleich zweimal zünden. Ja, brillant von Themenbatterie. Ist so ähnlich wie Pegasus. Ja, auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, hier nochmal die Yang. Wir haben hier eben mal Ying und eben mal Yang von der Firma Wilco. Auch haben wir bei Lille geholt. Ja, auf jeden Fall auch eine Hammer Sache. Mann, juckt das Näschen. So wie ihr schnupft. So. Hier hätten wir die Happy Sky mit 72 Schuss mit 60 Sekunden Brenndauer mit einer Effekthöhe von 30 Meter. Ja, Kometen Power Batterie. Oh, kann man sich eigentlich auch mal wählen. Ja, sind auf jeden Fall immer schöne Batterien. Sehen super schön aus am Himmel. Muss der Himmel schon klar sein, dann sieht es auch hammermäßig aus. Hier auch nochmal von feuerwerkshop.de, nochmal vor Ort, 5,99 € von der Firma Promet. Haben wir die Secret Star mit 15 Schuss, mit 45 Meter Effekthöhe, 35 Sekunden und ein Kaliber von 25 mm. Ja, Multi-Effekt-Batterie. Ja, bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. So, dann kommen wir zum goldenen Abschluss. Das ist Wahnsinn des Wortes, sag mal, der goldene Abschluss. Mein absolut Favorit dieses Jahr, ich bin mehr als Heißdruck. Das ist eine schöne Goldfinger-Batterie, die auch Neuheit 2019, wenn ich verstanden bin, ist irre. Ist eine XXL Gold Glitter Fächer Batterie, 21 Schuss, 40 Sekunden Brenndauer und ca. 70 Meter Effekt. Ich denke mal, wird er nicht ganz erreichen, aber wir schauen mal. Ist auf jeden Fall eine schöne Fächer Batterie. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Hat gleich mal 30 mm, das größte Kaliber, was das gibt erstmal. Fast 500 Gramm, das sind 498 Gramm Effektladung. Ja, also das interessiert mich auf jeden Fall. Oh, super geile Effekte. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ist auch hübsch. Also, ne, man könnte jetzt da auch mal. Könnten ja da mal reingucken. Oh, sieht auf jeden Fall schon dicker aus und sie wird auch designen, sag mal. Auch glaub bei Lidl für 17 Euro, auch da kann man nichts falsch machen. Ist auf jeden Fall ein hübscher Teil, wenn man so mal den Vergleich zieht. Ja, ich denke mal, da wird schon einiges rauskommen. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir wirklich auf alles abfüllen können. Wir müssen gucken, wegen Speicherplatz, wegen Handy, müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Ob man vorher noch alles abfotografiert, bevor man das abfeuert. Da müssen wir mal gucken, das wird ein bisschen stressig, sag ich mal. Also wir werden nicht alles filmen, sag ich mal, wir werden größten Teil werden wir Batterie zünden, wie zum Beispiel die Stalinorgel, zum Beispiel auch diese Laserbatterien hier, Ying und Yang und Pegasus und Laserbatterie, die
wenn wir im größten Teil auch abfüllen, wir alle Raketen abfüllen. Wir werden auf jeden Fall ein paar Goldraketen abfüllen. Wir werden ein paar Böller abfüllen. Ja, wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall die Funke-Raketen werden wir abfüllen. Die Bloody Mary werden wir abfüllen. Wir müssen mal gucken, wie wir das am besten machen. Ich werde heute Abend auch alles vorbereiten. Und ja, Super Böller, Knalleffekte, sowas wie Super Böller 2, Super Böller 1 und hast nicht gesehen. Römische Lichter, das werden wir praktisch nicht filmen, genau wie Sonnenvögel nicht. Das Einzige, was wir filmen werden, sind hier diese Quickling-Birds, werden wir filmen. Sag mal, die hat man ja auch nicht immer alle Tage. Die Geysir von Funke werden wir filmen. Wir werden ein paar Leuchtelemente werden wir hier filmen. Wir haben ja hier insgesamt, ja, 5 Beutels. Wenn wir davon 4 Sachen filmen komplett, dann denke mal, ist jeder glücklich, sag mal. Aber es wird auf jeden Fall, ja, es wird auf jeden Fall einiges kommen. Wir haben hier noch die ganzen Funke-Raketen, die werden wir auf jeden Fall auch alle filmen. Wir werden die dicksten Batterien werden wir filmen. Ja, da sind wir auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Ja, dann zum Abschluss kann ich nur sagen, erstmal danke fürs Zuschauen. Wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder mit neuen Videos. Und ja, danke fürs Zuschauen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.